Ja, Krisen über Krisen, Sandra Navidi, jetzt auch noch Katar. Wie wichtig ist Katar denn für Amerika überhaupt? Rein wirtschaftlich ist es zu vernachlässigen, wichtig allerdings in politischer Hinsicht, denn die USA unterhalten in Katar eine der größten Militärbasen im Mittleren Osten. Insofern könnten da weitere Verwerfungen auch zu einer Verwerfung in ihrer Nahostpolitik führen. Für Katar wirtschaftlich wichtig sind Gas und Öl, aber sind denn die USA überhaupt da auf Katar angewiesen? Ja, das ist vernachlässigbar. Wir sehen eine Angebotsschwemme auf dem Öl- und Gasmarkt. Allerdings muss man jetzt beobachten, wie Katar sich weiter verhalten wird. Theoretisch könnte es die Fördermengenbegrenzung unterwandern. Das ist bis jetzt noch nicht geschehen, auch nicht in der Vergangenheit, wenn Krisen vorgefallen sind. Aber das hätte dann natürlich Auswirkungen auf den Ölpreis und auch den Gaspreis muss man dann weiter beobachten, denn der ist an den Ölpreis gekoppelt. Also auch insofern könnten da möglicherweise Veränderungen bevorstehen. Die Börsen in Europa, die haben ja recht stark reagiert im Gegensatz zur Wall Street. Kann man jetzt darauf schließen, dass Europa da mehr verflochten ist mit Katar? Ja, also auch hier wieder Öl- und Gasmäßig kann man das ausgleichen, wenn es da zu einem Engpass kommen würde. Aber wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Katar ein Großinvestor ist, haben den größten Staatsfonds mit, einer der größten weltweit. Sie investieren weit über 300 Milliarden Dollar. Weltweit, so unter anderem auch in Deutschland, in große Unternehmen, zum Beispiel Deutsche Bank, Siemens und noch weitere. Und wenn da jetzt zum Beispiel die UN oder auch die USA als fördernde Kraft dort Sanktionen drängen würde, sodass Katar finanziell isoliert werden würde, dann hätte das sicherlich auch Auswirkungen auf deutsche Investoren, also deutsche Firmen. Aber das muss man jetzt erstmal abwarten. Nicht erst seit dem jüngsten Anschlag in Teheran ist ja die ganze Region sehr, sehr instabil. Wie wichtig und wie gefährlich ist das denn für das globale Wachstum? Das globale Wachstum ist ja bisher sehr langsam verlaufen. Jetzt mehren sich erste Anzeichen für einen Aufschwung, also ein schnelleres, deutlicheres Wachstum. Demgegenüber stehen allerdings große Risiken, nicht zuletzt auch Trump hier in den USA, einmal durch die Politik, die er anstrebt, dann durch seine Unberechenbarkeit, aber auch Dinge wie der Brexit zum Beispiel. Der Mittlere Osten war schon immer ein Krisenherd, der auch psychologische Auswirkungen hat, wenn es da zu größeren Auseinandersetzungen kommen wird. Und dann muss man sehen, in komplexen Systemen gibt es etwas, das heißt der Schmetterlingseffekt. Das heißt, da können dann auch schon kleinste Verwerfungen, die eigentlich gar nichts direkt damit zu tun haben, dazu führen, dass eine Krise weiterhin eskaliert, was dann möglicherweise Auswirkungen auf das Wachstum hätte. Aber das hoffen wir jetzt erstmal zunächst nicht. Vielen Dank, Sandra Navidi.